Leute, was geht und herzlich willkommen hier zum neuen GTA 5 Online Solo Unlimited Money Glitch. Heute gibt es wieder mal einen Solo Money Glitch, der funktioniert. Nicht, dass der andere nicht funktioniert hätte, aber viele haben sich den Terrorbyte gekauft und somit hat der Glitch nicht mehr funktioniert. Jetzt gibt es aber ein Workaround, sage ich jetzt mal, wieder funktioniert, obwohl man den Terrorbyte gekauft hat. Terrorbyte, Terrorbit, wie man das auch immer ausspricht, jedenfalls das große Fahrzeug da, wie er funktioniert. Und ja, ich bedanke mich jetzt schon riesig für die Likes und für die Kommentare und danke für den Support beim letzten Video. Hallöchen an alle neuen Abonnenten, schön habt ihr es auf meinem Kanal gefunden. Und ja, lasst wie gesagt gerne ein Like da, für die Neulinge gerne ein Abo. Und ja, das ganze Video ist von Obsigiraffe, 50% der YouTube-Einnahmen gehen auf seinen Nacken, da ich ja sein Gameplay benutze. So, was brauchen wir für den Glitch? Wir brauchen für diesen Glitch wieder einen Nachtclub. Und zwar muss in diesem Nachtclub wieder zwei Garagen sein, die voll sind. Also eine muss voll sein mit LG RH8 oder sonst irgendwelchen Gratisfahrzeugen. Und die andere Garage, die muss voll sein mit LG RH8 oder auch mindestens ein Bennys Fahrzeug. Wenn ihr dies habt, dann könnt ihr eigentlich schon mit dem Glitch starten. Was ich auch noch sagen möchte, ihr braucht dieses Mal für den Job, es ist egal, ob es Simeon ist, Lester oder Ron, es ist egal, es muss einfach ein Job sein, den ihr starten könnt. Es kann auch Martin sein, es kann jede beliebige Person sein, solange man damit einen Job starten kann. Und ihr braucht dafür auch noch ein MOC, um das Ganze abzuspeichern, und ihr braucht aber auch nicht ein persönliches Kennzeichen. Startet den ganzen Glitch am besten in einer Sitzung nur für Spieler mit Einladung und dann denke ich, starten wir gleich mal mit dem Glitch. So. Jetzt ist es so, dass wenn wir hier in der Garage sind, können wir kurz einen Check machen, ob wir wirklich alles am Start haben. Es kann auch so sein, ihr braucht nicht unbedingt eine Garage, die voll ist mit LG RH8. Es kann natürlich auch sein, dass ihr eine Garage habt, dort ist ein, zwei LG drin. Sie muss einfach voll sein und es muss dort ein Auto drin sein, das ersetzbar ist. Diese Garage zum Beispiel, die ist jetzt dafür da, dass wir hier ein Fahrzeug haben, das wir duplizieren wollen. Es gibt jetzt hier keinen speziellen oder trickigen Part, bis auf einen, und zwar kommt er jetzt. Und zwar ist es so, dass wir jetzt ganz gechillt einfach mal eine Mission starten, aber erst wenn wir beim Garagentor sind. Wir starten sie nur und drücken nichts. Wir drücken hier nichts. Nicht so wie beim vorherigen Glitch. Hier drücken wir einfach nichts. So, jetzt müsst ihr aufpassen, jetzt müsst ihr eure Ohren spitzen und zuhören. Was ihr jetzt machen müsst, ist einfach, wenn ihr auf der Xbox seid, drückt ihr B, um den Job zu verlassen, dann kommt eine Meldung. Und danach müsst ihr A drücken und zweimal den Pfeiltasten nach oben spammen und X. Nach oben spammen, tak tak, X, tak tak, X, tak tak, X. Nee, A, sorry. Sorry, ich meine A. Ich meine A. Auf der PlayStation 4 ist es dann genau das gleiche, nur dass wirklich nach oben ist und X. Nach oben, oben, X. Nach oben, oben, X. Und das müsst ihr spammen, wenn ihr wirklich, wie ich werde es euch gleich zeigen, wenn ihr die Nachricht akzeptiert habt. Wenn ihr sie akzeptiert habt, dass ihr den Job verlassen wollt, dann habt ihr einen Black Screen. Dort ist das Zeitfenster, wo ihr nach oben, oben, X oder A drücken müsst. Oben, oben, A. Oben, oben, A. Oben, oben, A. Oder oben, oben, X. Oben, oben, X. Oben, oben, X. Hier ist es nicht wieder oben X, oben X, oben X oder oben A, oben A, oben A. Das klingt gerade richtig bescheuert, aber es ist einfach, dass man oben, oben A, oben, oben A, oben, oben, oben X, je nach Konsole. Und ja, so, wenn wir jetzt diesen behinderten Part gerade hier haben, ich hoffe, keiner bearbeitet und macht das irgendwie aus einem Beat draus, wäre ich sehr froh, danke. Wenn wir das haben, dann ist es so, dass wir jetzt starten können damit, und es ist wirklich so, dass somit ein kleiner Bug entsteht. Es kann sein, dass ihr einen Blackscreen habt. Wenn ihr einen Blackscreen habt beim vorherigen Glitch, dann ist es so, dann ist es nicht schlimm, denn ihr könnt genau diesen Part machen, der jetzt vorkommt. Das heißt, hier drücken wir X zum Bestätigen und oben um X, und danach sind wir jetzt hier in der Garage drin. Wenn ihr einen Blackscreen habt, könnt ihr Folgendes tun. Und zwar ist es so, dass es zwei Varianten gibt, und zwar eine zur PS4 und eine zur Xbox. Wenn ihr merkt, der Glitch hat funktioniert, also ihr merkt, dass der Glitch funktioniert hat, wenn ihr keine Minimap mehr habt. Ihr könnt allerdings auch keine Minimap mehr haben, aber der blaue Kreis ist verschwunden. Wenn der blaue Kreis verschwunden ist, dann müsst ihr den ganzen Glitch von neu machen. Und wenn ihr einen Blackscreen habt, dann ist es so, dann müsst ihr einfach zu einer Aktivität gehen und eine GTA Online Sitzung starten, respektive einem joinen, der natürlich einen anderen Zielmodus hat. Viele haben nicht freies Zielen.
Und danach müsst ihr einfach nur noch dort GTA Online starten drücken. Und bei der Meldung, die dann vorkommt, müsst ihr einfach nur noch Kreis drücken zum als Abbrechen. Und danach seid ihr wieder im Spiel drinnen. Danach habt ihr, wenn ihr keinen Dings habt, wenn ihr keinen Minimap habt, dann habt ihr das Ganze geschafft. So, und wie gesagt, jetzt ist es so, dass ihr das Ganze auch bei der Xbox machen könnt. Ihr müsst irgendeine random Person joinen und danach genau das gleiche hier wieder abbrechen. Wenn wir sicher sind, bla 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 bla, wollen wir das Ganze abbrechen. Der andere Spaß ist in einem anderen Zielmodus. Bringe ich das auch noch fertig? Da müssen wir das Ganze ablehnen und wir sind hier drin. Wir haben gesehen, dass der ganze Hase hier nicht funktioniert hat, also mussten wir den ganzen Glitch von neu machen. Das heißt, wir müssten wieder hier an die Tür gehen, an das Garagentor und danach wieder den Glitch machen und ja, hoffen, dass das wieder funktioniert hat. Wenn es funktioniert hat, dann wisst ihr es, also wenn es 100% funktioniert hat, dann wisst ihr es, indem der blaue Kreis dort aufleuchtet. Vorher war ja nicht da. Und ja, das heißt, ihr müsst es immer wieder und wieder machen. Es kann 1, 2, 3 Mal dauern. Und ja, aber es gibt so einen kleinen Dreh, wenn man den draus hat, dann ist es wirklich sehr einfach. So, nach circa dem vierten Mal, wurde mir gesagt, hat das dann geklappt. Und danach machen wir eigentlich genau das gleiche wie beim letzten Mal. Wir drücken jetzt einfach X auf der PS4 oder auf der Xbox A und danach Viereck oder auf der Xbox X. Und danach können wir zur Garage wechseln und wählen den LG R8 aus. Und jetzt haben wir gesehen, dass das Fahrzeug nicht geswitcht wurde. Das heißt, dieses Fahrzeug, das wir ausgewählt haben in dieser Garage, das müssen wir einfach mit nach draußen fahren. Und da es ja kein persönliches Kennzeichen braucht, wird es so sein, dass wenn wir draußen angekommen sind, sich das Kennzeichen automatisch ändern wird. Wir müssen jetzt einfach nur noch eine mobile Kommandozentrale anfordern und somit hat sich das Ganze so schnell duplizieren lassen. Ich hoffe, euch hat das ganze Video gefallen. Bei Fragen stellt euch was mal gerne in die Kommentare. Ihr könnt das Fahrzeug gleich verkaufen oder im MOC behalten. Ich würde es nicht ins CEO-Gebäude tun. Wenn ihr es ins CEO-Gebäude tut, dann wäre ich froh, wenn ihr dort eine Garage habt, respektive einen Mechaniker und dort etwas ändern könnt. Und ja, sonst das eigentlich schon von meiner Seite aus. Lasst ein Like da, würde ich mich riesig freuen. Sonst auch gerne ein Abo, falls ihr neu auf meinem Kanal seid. Sonst war es eigentlich schon von meiner Seite aus. Tut mir leid, dass das mit oben X so cringe war. Und ja, egal. Sonst habt einen schönen Tag, Abend oder was auch immer. Haut rein, Leute, und Peace!